So, natürlich soll man Elektroautos nicht leer fahren. 1 Kilometer habe ich jetzt hier noch drauf. Ja, was passiert denn nun, wenn man da nochmal weiterfährt? Man muss damit rechnen, bei null liegen zu bleiben. Die Abschleppkosten ist dann sozusagen auf eigene Gefahr. Man kann jetzt hier nicht jemand anderes verantwortlich machen, dass das Auto dann irgendwann nicht mehr weiterfährt. Aber für den Fall, dass es mal knapp ist, ist es natürlich gut zu wissen, hey, bei null, da habe ich noch 5 Kilometer Reserve, dann kommt dann die Schildkröte, dann kann ich noch fahren. Ich habe es mit dem BMW i3 letztens probiert. Da bin ich 3 oder 4 Kilometer gefahren, dann war es mir zu langweilig, weil ich da auf einem Parkhausdeck Runden gefahren bin sozusagen. Bei dem Ioniq weiß ich, dass bei null Schluss ist. Bei dem Nissan Leaf hat man relativ viel Reserve. Bei Tesla hat man so manchmal Reserve, so lala, mal mehr, mal weniger. Jetzt ist Reichweite 0 Kilometer. Noch ist ein gelber Balken da. Also unten der gelbe Balken über dem Ready zeigt an, werden wir jetzt sehen, wie viel man noch Strom geben kann. Das ist Vollstrom sozusagen, maximal mögliche Beschleunigung. Bis zur nächsten roten Ampel. Und jetzt ist der gelbe Balken weg. Das heißt, jetzt ist der Punkt erreicht. Also vielleicht 500 Meter in den Nullpunkt hinein, wo ich ausrolle. Ich stehe auf dem Gas und das Auto nimmt kein Gas mehr. Das heißt, man kann jetzt erstmal ausrollen, die Warnblinkanlage anwerfen und sich ein ruhiges Plätzchen suchen. Auto ist noch an. Ich gucke mal, ob er sich in N schalten lässt. Ja, das geht. Ich gucke mal, ob er in N bleibt, wenn ich mich abschnalle und die Tür öffne. Manche Autos gehen da in P. P einlegen, sonst kann das Fahrzeug wegrollen. Von hinten kommt noch was. Dann schauen wir mal, ob wir ihn schieben können. Also 2,5 Tonnen schieben. Ich sag mal so, der bewegt sich ja gar nicht. Also 5 Meter vielleicht, aber keine 50. Audi war gnädig und hat uns nochmal einen kleinen gelben Balken unten gegeben. Das heißt, wir haben nochmal einen Versuch und können das Auto nochmal aus dem Gefahrenbereich wegbewegen. Das werden wir, wenn freie Bahn ist, auch nochmal versuchen. So, jetzt geben wir keinen Vollstrom, jetzt lassen wir es ein bisschen softer angehen. So, und da ist er wieder weg, der Balken. Auto nimmt wieder keinen Strom. Da hinten, da ist die Ladestation. Da müssen wir hin. Ich lasse ihn jetzt einfach mal rollen. Hier ist auch kein Verkehr mehr. Aber ich glaube, er tut es nicht. Gucken wir doch mal, ob wir noch mal starten können. So, also sehr weit sind wir nicht mehr gerollt. Noch 30 Meter haben wir es ungefähr. Also einmal Auto aus. Oh, nochmal ganz, ganz klein ein Balken. Haben wir nochmal bekommen. Und Audi bewegt sich. Und da ist er schon wieder weg, der Balken. Das waren jetzt wirklich nur nochmal 20 Meter. Da ist der Strom. So, ausgerollt an der Steckdose. Der Audi steht am Strom und lädt. Natürlich interessiert uns auch, wie viel er lädt. Ich habe nochmal den Stromzähler abgelesen. Der ist zu Abrechnungszwecken geeicht. Das ist also eine sehr genaue Angabe. Mal gucken, wie viel heute Nacht hier Strom reinplätschert in den Audi e-tron. Ja, nicht nachmachen, kann ich nur sagen.
Elektroautos soll man nicht leer fahren. Ich habe es für euch gemacht, damit ihr es nicht tun müsst, um zu wissen, wie viel Reserve ihr habt. Ich bin der Meinung, Audi hat es ziemlich gut gelöst. Natürlich will man nichts verschenken, bei Null ist Schluss. Das ist ja auch logisch. Und es gibt noch mal eine ganz, ganz kleine Notreserve von ungefähr einem Kilometer, um das Auto aus der Gefahrenzone zu bewegen. Er zählt relativ straff runter die letzten Kilometer. Und obwohl ich nur noch Landstraße und Ortsdurchfahrt hatte, ohne groß Beschleunigungsphasen, gab es keinen signifikanten Reichweitengewinn auf den letzten Kilometern mehr. Da waren ein, zwei Kilometer zu schinden, aber auch nicht mehr. Insofern Elektroautos nicht leer fahren, frühzeitig Tempo drosseln oder Ladestationen suchen. Und morgen früh schauen wir mal, wie groß der Akku des Audi e-tron ist. Je nachdem, was an Ladeverlusten hier anfällt, 10% kalkulieren wir ungefähr. Mit 11 kW nominal lädt er. Ich habe mal geguckt, 10,5, 10,7 ist so das, was tatsächlich reingeht. Ja, bis morgen früh würde ich sagen. So, schönen guten Morgen, da ist der Faktcheck. Also der Audi e-tron steht hier. Er wäre keinen Meter mehr gefahren, war also, wenn ich sage leer, dann meine ich leer. Und geladen hat er 93,32 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt mal 10% Ladeverluste unterstelle, bin ich bei relativ ziemlich genau 84 Kilowattstunden nutzbarer Nettokapazität der Batterie. Das ist genau das, was wir erwartet hatten. Kurios nur dann dieser Wert an der Ionity-Ladesäule, der ja auch DC-seitig bereitgestellten Strom anzeigt von 89,5. Also offenbar müssen da auch bei DC zwischen Ladesäule und Fahrzeug noch ein paar Prozent Ladeverluste liegen, ungefähr die Hälfte, also 5%, wahrscheinlich nochmal Wandlungsverluste auf dem Akku. Die anderen 5% gehen dann wahrscheinlich auf Kosten des Ladegerätes. So, das mit dem Schieben, das probieren wir nochmal. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Ruhe und versuche mal, ob ich hier vorne geschoben kriege. Schiebst du schon mit? Nee. Also geht doch. Jetzt hast du mitgeschoben, ne? Jetzt machen wir schnell wieder rein hier. Also, Audi ist aus und im Endeffekt rollt aber schnell wieder aus, ne?